Die Ergebnisse der US-Halbzeitwahlen stehen fest. Der BVT-Chef sagt aus und der November ist viel zu warm. Das ist Ihr Nachrichtenüberblick am Mittwoch. Donald Trumps Republikaner verlieren ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus, behalten aber die Kontrolle im Senat. Das ist die große Story in den USA heute. Die Halbzeitwahlen sind jetzt beinahe fertig ausgezählt. Der Senat und das Repräsentantenhaus sind die beiden Kammern des US-Parlaments. Die Demokraten könnten jetzt neue Gesetze im Kongress blockieren. Mit seiner Mehrheit im Senat kann Trump diese Kammer aber umgehen und seine Pläne per Dekret durchsetzen. Er kann also immer noch am Repräsentantenhaus vorbeiregieren. Im BVT-Untersuchungsausschuss hat heute Peter Griedling ausgesagt. Der Chef des BVT ist mittlerweile von allen Vorwürfen entlastet und ist als Zeuge geladen. Gleich zu Anfang seiner Aussage stellt er klar, es gebe im BVT keinen Skandal, sondern nur ein Ermittlungsverfahren gegen einzelne Mitarbeiter. Sich selbst sieht Griedling vor allem als Opfer. Außerdem wirft er dem Generalsekretär des Innenministeriums, Peter Goldgruber, vor, ihm indirekt gedroht zu haben. Bei uns im KRONE.at-Studio diskutiert Katja Wagner heute um 19 Uhr wieder mit ihren Studiogästen. Diesmal geht es um die Frage, ob die Regierung in ihrem ersten Jahr gut gearbeitet hat oder eher nicht. Wir freuen uns natürlich wieder, wenn Sie reinschalten und mitdiskutieren. Und der November ist viel zu warm. Die Temperaturen in Österreich liegen derzeit bis zu 15 Grad über den typischen Werten zu dieser Jahreszeit. Am Dienstag gab es im Bezirk Scheibs etwa bis zu 23,5 Grad. Im Vergleich dazu werden es heute in der marokkanischen Hauptstadt Rabat nur 20 Grad. Das Wetter wird auch in den kommenden Tagen nicht viel kühler. Heute Nachmittag bleibt es bis auf einzelne Regentropfen in Osttirol und Kärnten trocken und sonnig bei 13 bis 18 Grad. Morgen am Donnerstag wird es ähnlich. Es ziehen zwar ein paar Wolken durch, Regen gibt es aber nur vereinzelt im Westen und es werden zwischen 12 und 16 Grad. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwochnachmittag und ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Thank you.